Liebe Gemeinde, wir sind mitten in dem, was wir die Passionszeit nennen. Diese Vorbereitungszeit auf Karfreitag und auf Ostern. 7 Wochen des Lila-Tragens, diese Farbe der Passion, diese Farbe des Fastens. 7 Wochen der Vorbereitung, 7 Wochen, in denen wir immer wieder gerufen werden, umzukehren. Oder, um ein altes Wort zu benutzen, Buße zu tun. Umkehren. Umkehren. Das heißt, anders leben, anders existieren, anders sein. Das Leben verändern. Jetzt habe ich grundsätzlich ja nichts dagegen, wenn ich selber mein Leben anschaue und mir überlege, was könnte ich eigentlich besser machen, was könnte ich anders machen, was könnte ich so machen, dass es mich näher zu Gott bringt, dass es besser ist für meinen Nächsten und dass es gesünder ist für mich. Damit habe ich kein Problem. Da finde ich diese Vorbereitungszeit durchaus in Ordnung. Aber ich habe ein Problem. Oft ist es ja, und gerade für einen Prediger, sehr verführerisch, nicht zu sagen, was soll ich tun, sondern es ist viel leichter zu sagen, das sollt ihr tun. Ihr sitzt da während einer Predigt, könnt ihr euch auch kaum wehren, und dann sage ich euch, was ihr tun sollt, was du anders machen sollst, was sie da draußen oder ihr hier drinnen besser machen sollt, weil ich es ja so gut weiß. Liebe Gemeinde, das kennen wir ja zur Genüge, dass da Menschen da sind, die es besser wissen als wir, die uns umgeben, die um uns herum sind und dann zu uns rüberschauen, meistens auf uns runterschauen und sagen, aber du sollst nicht so leben, sondern du sollst anders leben. Du sollst es anders machen. Und wenn wir für dich beten oder wenn wir dich zwingen, dann auch das. Gerade als Schwule und Lesben in der Kirche kennen wir das. Wie oft wird man da zur Umkehr gerufen und nein, so sollst du deine Beziehung aber auf gar keinen Fall leben. Oder also wenn du schon so bist, dann tu es wenigstens nicht. Wie oft haben wir das gehört? Aber es gilt natürlich nicht nur für Schwule und Lesben so. Wie oft haben Frauen gehört von Männern, wie sie ihr Leben gestalten sollen? Macht es anders und viel besser, nämlich so wie wir, die wir wacht haben, denken. Macht ist überhaupt so ein Stichwort. Wie oft sind es die Mächtigen, die den weniger Mächtigen erzählen, wie sie zu leben haben, wie sie umkehren sollen, wie Arme oder das, was wir Behinderte nennen, leben sollen. Da weiß es die Umgebung mal wieder viel besser als alle anderen. Besonders gerade in der Kirche und besonders gerade in dieser Zeit ist diese Versuchung auch ganz groß, zu sagen, tut Buße, kehrt um und ich sag euch, wie ihr das zu tun habt. Oder um es mit dem Gleichnis zu reden, um einfach einmal biblischere Sprache zu benutzen, ich will, dass ihr endlich Früchte bringt. Dass ihr endlich so seid, wie ich es haben will, dass ihr endlich funktioniert und so seid, wie es sein soll. Und dann sind wir mitten in diesem Gleichnis drin, das wir gerade gehört haben. Das Gleichnis vom Feigenbaum, der da im Weinberg steht und der seit 3 Jahren keine Frucht gebracht hat. Dieser Feigenbaum, und da kommt dann der Besitzer des Weinbergs und sagt, also dieser Baum, der steht hier rum und stellt und nicht abgeholt, bringt keine Feigen, bringt keine Frucht, der nimmt mir nur den Platz weg, der macht bloß den Boden lahm und wir hacken das Ding ab. Du Feigenbaum, du sollst umkehren, du sollst anders sein, als du im Moment gerade bist, und das bedeutet, dass du Früchte bringst, dass ich was davon habe. Das ist das, was dieser Weinbergmensch sagt, dieser Besitzer. Und dann gibt es diesen Gärtner, diesen Wein,
Weinberggärtner, diesen Wengerter, der sich tatsächlich um den Weinberg kümmert, der sagt, ja, jetzt lass mich noch mal probieren, Herr. Lass es mich noch einmal probieren, dass vielleicht, wenn ich den Boden um den Baum aufhecke und wenn ich Dünger nachschmeiße, vielleicht nächstes Jahr. Und wenn es nächstes Jahr immer noch nicht klappt, dann kannst du ihn abhacken. Das ist die Geschichte, die wir gerade gehört haben aus dem Lukas-Evangelium. Und da merkt man dann, da ist dieses Eingreifen, das vielleicht doch noch eine Chance gegeben werden soll. Und es wird einem dann auch noch verkauft, wie toll das ist. Dieser Gärtner, der sagt, komm, also jetzt haben wir dem Baum schon 3 Chancen gegeben, jetzt geben wir ihm auch noch eine vierte Chance, dass es vielleicht nächstes Jahr besser wird. Und dann wird dieses Gleichnis gerade in der Passionszeit oft so ausgelegt, dass es heißt, ja, jetzt habt ihr die letzten 3 Jahre nicht richtig Umkehr gemacht, jetzt habt ihr nicht richtig Buße getan, die letzten 3 Jahre, ich gebe euch noch eine Chance. Die gebe ich euch noch. Ich erkläre es euch jetzt nochmal. Ich häckel die Erde um euch auf und dünge euch. Und dann probieren wir es noch einmal. Da ist natürlich was Schönes drin in diesem Gleichnis. Da ist etwas sehr, sehr Schönes drin. Etwas, was mir gut gefällt. Nämlich die Tatsache, dass da jemand da ist, offensichtlich, der sagt, lass es uns nochmal probieren. Ich gebe diesem Baum nochmal eine Chance. Ich gebe diesem Baum nochmal die Chance, das zu tun, was er tun soll, nämlich Frucht zu bringen. Liebe Gemeinde, ich glaube jetzt fest daran, dass das genau eine der Erklärungen ist, die durchaus stimmen. Das ist genau das, was das Evangelium uns wieder und wieder und wieder erzählt. Dass Gott uns immer wieder ruft, dass Gott uns immer wieder eine Chance gibt, dass wir genau diese Chance haben, immer wieder neu, dass es funktionieren kann. Und jetzt kommt das große Aber. Aber diese Geschichte von der 3., 4., 5., 6., 7., 8. Chance steht nicht in diesem Gleichnis drin. In diesem Gleichnis steht etwas anderes drin. Es gibt so viele Gleichnisse, wo es darum geht, dass jemand doch noch eine Chance kriegt. Und ich bin sicher, wenn wir hier sammeln würden, kämen wir auf eine ganz große Liste. Das ist der verlorene Sohn. Diese Geschichte, wo der eine Sohn wiederkommt und wirklich alles versaubeutelt hat und alles, sein ganzes Erbteil verspielt und ausgekaut hat mit Drogen, mit Sex und Drugs und Rock'n'Roll. Und der kriegt wieder eine neue Chance. Oder wenn wir uns überlegen, wie Jesus selber immer wieder handelt, wo es den Streit gibt zwischen den Jüngern, wo die sich am liebsten mit der Faust auf die Nase hauen würden und Petrus dann sagt, wie oft muss ich denn vergeben? Wie oft muss ich denn dem anderen nochmal eine Chance geben? 7 mal 70 Mal, also nicht 3 Mal, nicht 4 Mal, nicht 5 Mal, 490 Mal. Also 7 Mal, also unendlich mal 10. Das ist das, was das eigentlich bedeutet. Das steht alles drin. Das ist alles da. Wie Jesus seine Jünger behandelt, heißt immer wieder eine neue Chance geben. Immer wieder, immer wieder. Aber in diesem Gleichnis, liebe Gemeinde, steckt was anderes drin. In diesem Gleichnis wird etwas anderes erzählt. Da können wir es uns nicht so einfach machen zu sagen, naja, geil, so gut, Gott gibt euch nochmal eine Chance mehr, aber dann soll es wirklich klappen. Es geht in diesem Gleichnis, glaube ich, um etwas anderes. Und das merkt man daran, dass dieses Gleichnis ja eigentlich gar nicht fertig ist. Ist euch das aufgefallen? Also die Lesung des Evangeliums gehört habt, dieses Gleichnis hört ja irgendwie in der Mitte auf. Habt ihr das gemerkt? Es hört mittendrin auf. Der Gärtner sagt, gib mir noch eine Chance, ich werde den Baum düngen. Ja, und dann, wenn es nächstes Jahr nicht klappt, dann soll es klappen. Jetzt müsste doch dieses Gleichnis eigentlich weitergehen. Es müsste doch weitergehen und da müsste dann Jesus weitererzählen. Und siehe, nächstes Jahr, da kam der Herr wieder in seinen Weinberg. Und der Baum stand in voller Blüte und trug Früchte. Viele, viele.
Und so durfte der Baum weiterleben. So müsste diese Geschichte doch ausgehen. Oder für die Pessimistischeren unter uns, die Geschichte könnte natürlich auch so ausgehen. Und nach einem Jahr, siehe, da kam der Weinberg wieder, der Herr wieder in seinen Weinberg. Und siehe, der Baum war verdorrt und trug keine Frucht. Und so ließ er ihn abhauen, das Holz verbrennen und die Feuerflammen sollten es verzehren. Das wäre auch so eine Möglichkeit. Keine schöne Möglichkeit, aber es wäre eine Möglichkeit. Aber nein, die Geschichte endet genau in dem Moment, wo der Weinbauer, der Gärtner sagt, ich will es nochmal probieren mit Häckeln und Düngen. Wenn sowas passiert, liebe Gemeinde, in einem Gleichnis, dann heißt das für uns immer aufpassen. Das ist so eine Auslegungstradition zu sagen, wenn ich merke, hier stimmt was nicht in der Geschichte, dann lohnt sich's näher hinzuschauen. Wenn die Geschichte so ein bisschen anders läuft, als ich es erwarten würde. Liebe Gemeinde, in Gleichnissen ist es oft so, dass Jesus sie nachher auslegt und erklärt und sagt, schaut, so ist es. Das Königreich Gottes ist wie ein kleines Samenkorn, sagt er ein paar Gleichnisse vorher. Kleines Samenkorn, das Senfkorn, das kleinste unter allen Körnern und es wird zu einem großen, großen Staude und wächst. Das fehlt uns hier. Es ist auch nicht klar, wer ist denn jetzt wer in diesem Gleichnis? Ist Gott jetzt in diesem Gleichnis der Herr des Weinberges, der kommt und Frucht einfordert? Natürlich denken wir gerne über Gott als den Herrn nach, vor allem den Herrn des Weinberges. Da gibt es viele Gleichnisse und wir haben sie schon gehört. Aber stimmt das denn? Kommt Gott wirklich einfach hier in unsere Gemeinde hinein und fordert Frucht an? So erfahre ich Gott nicht. Ist Gott der Gärtner, der irgendjemand in den Arm fällt und sagt, nein, hau dieses kleine Pflänzlein nicht um. Wer ist denn der Feigenbaum in dieser Geschichte? Bin das wirklich nur ich, der ich nicht die geforderte Frucht bringe? Ist das wirklich nur hier die Gemeinde, die nicht so wächst und gedeiht, wie sie es sollte und könnte? Oder kann es nicht auch etwas anderes sein, ein Bild für eine andere Art des Denkens? Manchmal, liebe Gemeinde, liegt die Erklärung im Detail. Da müssen wir uns anschauen, was bedeutet denn das? Und ich habe das jetzt einmal getan, weil mir ist aufgefallen beim ersten Lesen gleich, dass da ja ein Feigenbaum in einem Weinberg steht. Warum erzählt Jesus denn das, dass dieser Feigenbaum im Weinberg steht? Ich habe ein bisschen nachgeschaut. Ich habe mich bei Experten kundig gemacht. Ich habe nachgeguckt, das Internet ist wunderbar, da erfährt man ganz viel über Feigen. Feigen sind ein ganz besonderer Baum. Zum einen sind Feigen gar keine Früchte, sondern Feigen sind Blütenstände, was auch immer ein Blütenstand ist. Also da wird aus dieser Blüte dieser Knubbel, den wir dann essen, der so süß schmeckt. Und dann erfährt man im Internet auch, dass ein Feigenbaum dreimal im Jahr blüht. Nämlich im Frühjahr, im Sommer und dann nochmal im Spätsommer. Und diese drei Blüten sind wichtig, weil da nämlich Insekten beteiligt sind bei der Bestäubung dieser Feigen. Wusste ich auch nicht. Na, und zwar eine ganz besondere Wespenart. Und dann habe ich noch herausgefunden, dass es zwei verschiedene Arten von Feigenbäumen gibt. Nämlich männliche und weibliche Feigenbäume. Also so ein Feigenbaum, die Befruchtung von so einem Feigenbaum ist relativ kompliziert, weil da irgendwelche Wespen ihre Eier legen müssen. Also es ist richtig kompliziert, aber es braucht männliche und weibliche Feigenbäume. Also das ist schon ziemlich schwierig. Und dann habe ich mir bei unserem eigenen Wengerter, unserem eigenen Winzer, mal erklären lassen, wie das denn eigentlich ist mit diesen Weinreben. Und da erzählt mir mein eigener Wengerter hier in der Gemeinde, ja, natürlich, klar,
Weinpflanzen, wenn die jung sind, muss man hacken. Also wenn man so einen Weinberg anlegt, dann muss man um die Pflanzen herum häckeln, dass die irgendwie da, also muss man halt, für die ersten zwei Jahre, hat er gesagt. Du darfst mich gern kommen. Heute macht man das alles anders, aber früher hat man wirklich noch also richtig so mit der Hacke gehackt und den Boden aufgelockert. Und für Weinreben ist der Boden ganz arg wichtig, dass es ein guter Boden ist. Ein Lemberger, der wächst auf einem guten Boden hervorragend, und auf einem schlechten Boden kann der Lemberger 30 Jahre wachsen und dann wächst er einfach nicht, weil der Boden nichts taugt. Und deswegen muss man den Boden auch düngen. Ha? Das ist doch, so habe ich es doch jetzt, glaube ich, richtig gesagt. Gell? Stimmt so. Ha? Wächst auf eine schlechte Boden. Gut, aber der Lemberger, den brauche ich jetzt. Also was so ein gescheiter Lemberger ist, der braucht nicht. Das ist deswegen wichtig, weil der Feigenbaum, sagt jedenfalls das Internet, dem ist sein Boden relativ egal. Solange es drumherum warm ist, also solange das Wetter gut ist, solange es warm ist, ist dem der Boden vollständig egal. Und da ist es jetzt etwas, was ich gemerkt habe. Es ist nämlich nicht so, dass der Herr Recht hat und der Gärtner Unrecht. Oder dass der Gärtner Recht hat und der Herr Unrecht. Sie haben beide Unrecht. Ich glaube, deswegen hört diese Geschichte auch nicht auf, sondern ist so offen. Sie haben nämlich beide Unrecht in dieser Geschichte. Der Herr, der kommt und eine unmögliche Forderung an diesen Baum stellt, und der Gärtner genauso. Der Herr deswegen, weil ein einzelner Feigenbaum, weit und breit kein anderer Feigenbaum, da könnt ihr 100 Jahre warten und er wird keine Frucht bringen. Weil nur eine befruchtete Blüte an diesem Baum Frucht treibt. Ansonsten fällt die Blüte ab und fertig. Wird nie eine Feige draus. Dieser einsame, arme Feigenbaum in diesem riesengroßen Weinberg, umgeben von Weinreben, der wird nie fruchtbar sein. Also dieser Herr stellt eine vollständig bekloppte Forderung. Und das ist nicht das, was Gott tut. Und genauso der Gärtner. Der Gärtner, der ist auch ganz, der meint es wenigstens noch gut. Aber der Herr behüte uns vor Menschen, die es gut mit uns meinen. Ja? Weil der sagt jetzt, was den Weinreben gut tut, ja, meine Lemberger, ja, weil das tut dem Feigenbaum bestimmt auch gut. Ja? Also hack ich den Feigenbaum und schmeiß ganz viel Dünger hin. Funktioniert wunderbar bei seinen Lemberger. Ja? Hat wunderbare Wein. Aber deswegen kann dieser Feigenbaum noch lange keine Früchte treiben. Er kann es nicht, weil nämlich für den Feigenbaum das Falsche ist. Den kann man noch so lange düngen und er wird keine Feigen tragen, wenn nicht nebenan ein zweiter Feigenbaum oder ein dritter Feigenbaum ist. Und hier wird es jetzt wichtig für uns, liebe Gemeinde. Hier wird es wichtig für uns als Gemeinde, und als Einzelne, was für den einen richtig ist, das mag für den anderen gerade falsch sein. Was für den einen richtige Umkehr ist, mag für den anderen vollständig bedeutungslos sein. Wie wir unser Leben leben sollen, brauchen wir uns nicht von irgendwelchen noch so wohlmeinenden Gärtnern sagen lassen, die Weinreben Richtigkeiten an den Feigenbaum hinmachen. Sondern wir müssen herausfinden, was ist es, was Gott von uns will? Was will Gott von mir? Was will Gott von dieser Gemeinde? Und dann müssen wir das tun, was uns hilft auf diesem Weg. Natürlich dürfen wir Frucht bringen, sollen wir Frucht bringen. Aber wie wir das tun, das liegt an uns. Und da dürfen dann eben nicht die heterosexuelle Gesellschaft um uns herum, bloß weil die meinen, sie wüssten es besser, uns erzählen, wie wir unser Leben führen sollen. Da darf dann eben nicht die männliche Gruppe den Frauen sagen, wie die ihr Leben leben sollen. Da brauchen wir eben nicht die Mächtigen und Reichen, die dann sagen, so sollt ihr Armen leben, damit ihr genau das tut und euch so entwickelt, wie wir das gerne hätten.
sondern wir müssen immer schauen, was bedeutet denn das? Was machen wir? Und da heißt es dann eben, lasst uns mehr Feigenbäume um diesen Feigenbaum herum pflanzen. Das wäre die richtige Lösung gewesen. In diesen Weinberg nochmal 3 weitere Feigenbäume hineinpflanzen und siehe, alle 4 brachten gute Frucht. So wäre es. Ja, liebe Gemeinde, ich glaube fest daran, dass Gott uns immer wieder neue Chancen gibt und sagt, warten wir noch ein Jahr. Aber ich glaube auch, dass Gott nicht will, dass wir Feigenbäume mit Weinbergen verwechseln oder umgekehrt. Sondern Gott will, dass wir uns selber überlegen, was ist das Richtige in diesem Moment. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Gleichnis auch so offen am Ende. Weil die Menschen, die Jesus damals zugehört haben, die wussten das. Das waren Landwirte und Wengerter. Die wussten genau, dass das, was der Gärtner da macht, falsch ist. Und Jesus wollte, dass sie selber auf die Idee kommen, wie ist es richtig. Passionszeit, Zeit der Umkehr. Es ist nicht Zeit, wo andere uns erzählen, was wir tun sollen, oder wo ich euch erzähle, wie ihr umkehren sollt. Weil dann wäre ich im schlimmsten Fall der Herr im Weinberg und im besten Fall ein wohlmeinender Gärtner, der es gerade falsch macht. Sondern Passionszeit heißt, auf sich selber schauen und dann herausfinden, was brauche ich, damit ich gute Frucht trage. Im Weinberg des Herrn oder als Feigenbaum oder als Blume oder als etwas ganz, ganz Neues. Dazu sind wir gerufen und vor allem eingeladen. Amen.